Wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem vierten Thema heute bei uns in der Sendung und kommen da zu einem, der ja nicht arg viel Gefallen daran findet, wenn der Rennkalender noch weiter aufgebläht wird. Wir wissen, letztes Jahr sollten es ursprünglich 23 Rennen sein. Man hat ja dann nur 22 gefahren, weil ja der Russland Grand Prix aus dem Kalender genommen wurde. In diesem Jahr sollten es ja 24 Rennen sein. Also es wäre ein neuer Rekordkalender geworden. Dann hat man eben den großen Preis von China eben aus dem Kalender genommen, eben aufgrund der dortigen Corona-Situation und eben jetzt auch kurzfristig in der vergangenen Woche aufgrund der schweren Regenfälle in der Region der Emilia-Romagna, dass der Grand Prix in Imola nicht gefahren werden konnte. Aber wir wissen ja auch von einem Stefano Domenicali, dass er durchaus liebäugelt oder sich vorstellen kann, dass dann auch eben 24, 25 Rennen gefahren werden könnte. Und sogar auch mal die Zahl 30 ist auch schon mal gefallen. Und einer, der da überhaupt keinen Bock drauf hat, auf eine weitere Aufblähung des Rennkalenders, viele Zuschauer und Fans natürlich mit einbezogen. Und da schließe ich mich tatsächlich dem Ganzen auch an, weil man schon auch sagen muss, wir hätten ja jetzt alleine, das ist jetzt ja nur mal exemplarisch, jetzt ja eigentlich drei Rennen nacheinander gehabt. Und das lässt schon natürlich auch ein bisschen federn, was die Vorfreude, was die Spannung wiederum betrifft. Das fühlt sich eher wie so eine gewisse Art der Verpflichtung an und dass man dann ja als harter Formel-1-Fan dann drei Wochenenden lang nichts anderes machen kann, wie sich der Formel 1 zu widmen. Wiederum dann aber auch im April eine 4-Wochen-Lücke drin hat, weil man eben kurzerhand Shanghai aus dem Kalender genommen hat und dass die Saison ohnehin ja auch schon lange geht. Wir haben das auch im letzten Jahr sehr extrem gehabt, dass da mehrere Male es drei Rennen nacheinander gab oder auch eben zwei Rennen und nur eine Woche Pause dazwischen wiederum auch lag. Also diese Kritik, die kommt ja nicht nur von den Fahrern oder von einem Max Verstappen aus, die kommt ja aus vielen Seiten. Aber die Formel 1 selber, eben auch Stefano Domenicali, der kann sich sehr wohl damit anfreunden, eben das noch weiter auszubauen. Und man sieht ja auch gerade mit dem neuen Sprintformat, was man in Baku installiert hat und was ja auch bei den weiteren 5 Sprintrennen, die es ja in diesem Jahr noch geben wird, dann eben auch umsetzen werden, dass der Samstag ganz im Zeichen des Sprints wiederum steht und es nur noch ein freies Training wiederum auch gibt. Und auch das passt ja Max Verstappen nicht so wirklich. Und auch da die Anzahl an Sprintrennwochenenden wiederum, geht ihm dann doch auch zuwider und hatte da Folgendes gesagt: Wir steuern auf eine Saison zu, in der man irgendwann 24, 25 Rennen hat, denn darauf werden wir uns zubewegen. Wenn wir dann anfangen, noch mehr Dinge hinzuzufügen, dann lohnt sich das für mich sowieso nicht. Das macht mir keinen Spaß. Und hat eben da auch öffentlich geliebäugelt mit einem verfrühten Karriereende. Da hat aber wiederum jetzt auch Formel-1-Boss Stefano Domenicali sich gegenüber der Daily Mail hinreißen lassen zu einem Kontern und kritisiert wiederum auch Max Verstappen in aller Deutlichkeit und Schärfe für seine Aussagen, indem er nämlich Folgendes sagt: Ich will keine Gesellschaft, in der die Leute nicht sagen können, was sie wollen. Aber die Fahrer müssen sich manchmal daran erinnern, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind. Wir dürfen nicht egoistisch sein. Sie sind Teil dieses Sports und dieses Geschäfts. Und es wächst, weil wir über den Tellerrand hinausschauen. Manchmal ist es nicht einfach, aus unserer Komfortzone herauszukommen, aber wir dürfen nicht faul oder selbstgefällig sein. Und hat aber auch wiederum vor einigen Wochen erklärt, also Stefano Domenicali, dass es nicht an jedem Wochenende auch Sprints wiederum geben wird. Man werde sich nach dieser Saison, also nachdem dann das letzte Rennen Ende November gelaufen ist, auch hinsetzen. Man werde alle 6 Sprintrennen dann auch analysieren in aller Ruhe und dann schauen eben, wie es um die Sprintrennen vor allem auch für 2024 wiederum bestellt ist. Was er aber wiederum nicht glaubt, Domenicali, ist eben diese Rücktrittsankündigung oder dieses Liebäugeln, sich
sich frühzeitig aus der Formel 1 zu verabschieden. Das glaube er nicht. Im Gegenteil, Domenicali ist sich sicher, dass er den Sport liebe und auch in einem Auto quasi geboren wurde, sodass er davon überzeugt sei, dass man auch in den nächsten Jahren eben einen Max Verstappen in der Formel 1 sehen werde. Und die Anzahl an Sprintrennen, wie gesagt, 6 sind es ja insgesamt, 5 weitere stehen ja noch auf dem Plan. Das nächste Sprint dann beim Heimrennen von Red Bull, nämlich am 1. Juli, wenn es dann auf den Red Bull Ring geht, nach Österreich. Und dann nochmal 4 Wochen später in Belgien und dann erst nochmal nach der Sommerpause in Katar, in den USA und in Brasilien. Ich glaube, wenn ich euch jetzt fragen würde, sind das zu viele Rennen, die wir haben? Ich glaube, 99% aller Stimmen von euch würden mir zustimmen oder würden der Aussage vielmehr wiederum zustimmen, dass das viel zu viel ist. Viele halten ja auch 22 Rennen, die wir jetzt ja in diesem Jahr haben, vorausgesetzt, es fällt nicht nochmal ein Rennen aus aufgrund bestimmter Erlebnisse oder vielmehr aufgrund bestimmter Ereignisse. Viele sagen auch und erinnern sich an die Zeiten, wo es eben 16, 17 oder 18 Rennen gab, die sich diese Zeiten zurückwünschen. Dazu gehöre ich persönlich tatsächlich auch, viele von euch entsprechend auch, aber eben auch gerade von den Fahrern, von den Teams her selber gibt es ja auch gemischte Aussagen und Max Verstappen selber, er gehört eben dazu, dass er nicht dafür sei, dass der Rennkalender noch weiter aufgebläht sei. Das heißt, ich stelle euch diese Frage jetzt nicht, aber ich mache es gewissermaßen doch, es gehört ja auch dazu. Hat Max Verstappen mit seiner Aussage recht oder ist die Kritik, die geäußerte Kritik, das Kontern von Domenicali die richtige Aussage? Also es gibt ja auch viele, die sagen, Mensch, die verdienen Millionen über Millionen und jammern, wenn sie da so ein paar Rennen irgendwie absolvieren oder so ein paar Rennwochenenden absolvieren. Die können da auch ein bisschen was dafür leisten, für diese Millionen, die sie da im Jahr kassieren und das sind ja wirklich Millionen, ja, die viele von uns in ihrem ganzen Leben nicht verdienen, außer man knackt den Lotto-Jackpot, dann mag es vielleicht ein bisschen was anderes sein. Aber jetzt rein vom Arbeiten her wird man ja an diese Millionensummen ja wohl eher weniger drankommen. Und selbst nicht mal, wenn man irgendwann, wenn die geliebte Oma oder der geliebte Opa irgendwann mal das Zeitliche segnet, selbst dann ist es recht unwahrscheinlich, dass man dann so viele Millionen erben könnte, um in den Genuss kommen bei dem, was eben die Formel 1-Piloten so alles verdienen durch ihr Engagement im Sport. Das ist ja nicht nur die Formel 1, das ist ja auch in anderen Sportklassen, sondern Fußball ja auch, astronomische Summen, die da ja, gehandelt werden, über die gesprochen werden, an Ablösesummen und eben auch teilweise nur, dass überhaupt eine Unterschrift gesetzt wird, sind da schon zweistellige Millionenbeträge dann aufs Konto gewandert. Also das sind ja schon wirklich astronomische Summen, über die wir dann auch hier sprechen werden. Oder sprechen viel mehr. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.